Samuel, heißt es in der Lesung, Samuel schlief im Tempel an der Lade Gottes, der Lade des Herrn. Damit ist gemeint, dieser Kasten, der in der Mitte des Allerheiligsten des Tempels von Jerusalem aufbewahrt wurde. Und in diesem Kasten drinnen waren die beiden Tafeln mit den 10 Geboten. Das war sozusagen das größte Heiligtum, 2 Tontafeln, 2 Steintafeln in der Mitte des Tempels. Bei uns ist sozusagen das Allerheiligste ein Stück Brot in der Mitte des Tempels. Und es kommt vor, dass 12-Jährige einfach daneben auf dem Boden liegen, auf einer weichen Matratze und schlafen. Und darüber möchte ich heute euch noch etwas sagen. Ein 12-Jähriger bekommt einen Auftrag von Gott. Und zwar also nicht so nette Sätzchen wie mal bei irgendwelchen Staatsempfängen, wo dann kleine Kinder vorgesetzt werden, die dann kleine Gedichte aufsagen, sondern der 12-Jährige bekommt den Auftrag, dem großen Priester Eli, das ist sozusagen der Pater Rektor der Tempelschule von Jerusalem, zu dem zu gehen und ihm zu sagen, lieber Eli, du und deine Familie, ihr habt es verbockt. Da wird es auch nichts mehr zu retten geben, weil die Söhne von Eli sind rumgegangen und haben unter Berufung auf den Herrn Papa so richtig die Leute ausgebeutet, so richtig die Armen unterdrückt, so richtig Unrecht begangen. Und Papa liebte seine Söhne und ist nicht dagegen eingeschritten. Und das sagt ein 12-Jähriger dem großen Pater Tempelschulenrektor. Das ist die Lesung, die wir vorhin hier gehabt haben. Es heißt da ausdrücklich, in der Einleitung zu der Lesung, in jenen Tagen waren Worte Gottes selten. Visionen waren nicht häufig. Ich finde es wichtig, dass es da steht, weil das macht nochmal klar, euch kommt das vielleicht etwas merkwürdig vor, zu sagen, dass ein 12-Jähriger zu dem Gott spricht und dem Gott einen Auftrag gibt. Das war damals genauso merkwürdig. Also keineswegs so zu sagen, naja, das war halt damals zu biblischen Zeiten und da war das normal, sondern nein, das war höchst selten. Sodass man nicht damit gerechnet hat. Und ich vermute mal, wenn ich so die 12-Jährigen unter uns anschaue, dass weder sie selbst noch gar ihre Mitschüler oder noch gar ihre Pädagogen jetzt unbedingt damit rechnen würden, dass Gott zu 12-Jährigen als Erste sprechen würde und ihnen einen Auftrag geben würde. Das ist, glaube ich, nicht, womit wir normalerweise rechnen würden, dass Gott, wenn er sozusagen einen Richterspruch über ungerechte Machthaber spricht, dass er dann 12-Jährige beruft. Aber das ist hier die Lesung. Gott ermächtigt einen Menschen, der sozusagen gerade vom Kind zum Jugendlichen wird, im Namen Gottes zu sprechen. Und so selten ist das nicht. Es ist allerdings eines wichtig, liebe 12-Jährige. Der Samuel hat, das war ja auch in dem kleinen Lesungsspiel eben, der Samuel hat von dem Eli, so sehr der an anderer Stelle verbockt hat, gelernt, auf Gott zu hören. Also das ist in diesem kurzen Sätzchen, und wenn er nochmal zu dir ruft, dann sage, rede Herr, dein Diener hört. Damit ist gemeint, also Samuel hat schon was gelernt hier im Tempel, in der Nähe vom Allerheiligsten, nämlich hat gelernt, ein bisschen aufmerksam zu sein. Sich selbst zurückzustellen und zu fragen, was ist es eigentlich, was Gott von mir will? Also frei zu sein innerlich von dem, was ich sonst immer mich bindet, an Hass, an Zorn, an Egoismus und so etwas, frei zu sein und zu hören. Das ist schon Voraussetzung dafür. Aber dann spielt sich alles andere ab zwischen Gott und diesem Knaben Samuel. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber an einem Kollegen, das nach dem heiligen Aloysius von Gonzaga benannt ist, sollte uns das nicht so überraschen. Keine Ahnung, ob irgendwo für euch Aloysius vorkommt. Der hat gelebt so in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, also 1570 ungefähr war der 12 Jahre alt. Und ist deswegen etwas Bemerkenswertes. Der war der Sohn eines der mächtigsten Markgrafen in Norditalien. Das gehörte damals zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen. War der Sohn eines der mächtigsten Markgrafen. Und in dem Alter so von 10, 11 Jahren begann damals die Ausbildung für Herrscher.
Da lernten die, wie man sich bewegt, da lernten die, am großen Hof zu sein, da lernten die das, was man lernen muss, um hinterher herrschen zu können. Und die Markgrafen von Castiglione und Gonzaga waren ziemlich mächtige Herren. Die hatten was zu sagen und hatten eine Stellung. Und irgendwas war aber in dem Aloysius so um die 12 Jahre herum, das ist das Interessante, dass er für sich gesagt hat, das will ich nicht. Und Papa hat gesagt, selbstverständlich willst du das, du bist der Erstgeborene, das ist dein Job. Und er hat gesagt, das will ich nicht. Und es gibt so ein paar Briefe, aus denen wir ungefähr rekonstruieren können, warum der das nicht wollte. Weil er hat sozusagen das radikale Gegenmodell gewollt zu der Macht und Reichtum seiner Familie, wollte er wirklich was dadurch verändern, dass er sich einer Armutsbewegung angeschlossen hat, die was verändern wollte. Und Papa war dagegen. Und dann hat Papa ihn geschickt, sozusagen auf die beste Eliteschule, die man haben konnte, nämlich als Page an den Hof des Königs in Madrid. Damals war der Kaiser, der gleichzeitig auch im gesamten Kaiserreich über das Habsburg, auch über Spanien. Und an diesem mächtigen Königshof in Madrid waren die Pagen sozusagen eine Ausbildung, hatten aber gleichzeitig das ganze Leben am Hof mitgemacht. Mit vielen Gleichaltrigen und vielen Partys, auch davon gibt es Zeugen. Es gibt sogar die Nebenkostenabrechnung von Aloysius, was da alles ausgegeben wurde. Er hat da mitgemacht. Aber das, was der Vater sich erhofft hat, dass Aloysius, Luigi, hieß er natürlich auf Italienisch, was Luigi dort mitbekommen sollte, zu sagen, dass es viel mehr Spaß macht, am Königshof zu sein, als das, was er selber vorhatte, nämlich abzulehnen, die Herrschaft von Castiglione, um als Jesuit zu leben. Das hat ihn nicht aus der Fassung gebracht. Und so mit 16 Jahren kam er dann aus Madrid zurück und Papa hat gemerkt, dass es alles nichts genutzt hat, dass dieser Junge offensichtlich von woanders her eine Kraft und einen Willen hat. Und es gibt einen sehr berührenden Brief, den dann der Papa an die Jesuiten schreibt, als er dann schließlich zum Jesuiten nach Rom geschickt wird, wo er sagt, ich schicke euch das Wertvollste, was ich habe und ich habe das Gefühl, dass das ein Mensch ist, der seinen Weg gehen wird. Also offensichtlich hat in diesen Jahren zwischen 12 und 16, 17 der Luigi, der Aloysius, seinen Vater gezeigt, dass es nicht einfach Widerwille gegen den Vater ist, sondern dass er von sich aus, vom Inneren her, eine Berufung hat. Also ihr merkt ein wenig die Parallele zwischen Aloysius und Samuel. Kennt ihr die Statue im Eingang von der Schule? Das ist so 20er-Jahre-Stil. Er schaut da ein bisschen arg streng rein. Das ist so der Stil dieser Jahre. Zeigt ihn vielleicht mit 18 Jahren. Aber vielleicht nimmt man diesen Typus ab, der da steht, dass der seinen eigenen Willen hat. Und zwar nicht einfach als Egoismus, sondern aus einer inneren Freiheit und Souveränität heraus. Und das, Leonard, das macht den Samuel aus. Rede, dein Diener hört. Ein letzter Punkt. Samuel Aloysius ist eine Weile her. Hat das irgendeine Bedeutung für uns als den Rest der Welt? Ich würde fest davon ausgehen, ja, weil nach meiner Ansicht diese Geschichten, die Menschen erleben in den verschiedenen Jahrhunderten, nie dafür da sind, dass dieser Samuel oder dass dieser Aloysius etwas Besonderes ist, sondern immer dafür da, dass andere was davon haben. Und das bedeutet konkret, was verändert sich dadurch, dass Samuel als 12-Jähriger es geschafft hat, dem Priester Eli die Ungerechtigkeit vorzuhalten? Oder was bedeutet es konkret, dass Luigi vor 400 Jahren das geschafft hat? Ich würde sagen, erstens, wann immer euch jemand sagt, das gibt's nicht, das ist nicht möglich, könnt ihr sagen, doch. Das hat schon gegeben, also kannst du es auch wiedergeben. Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Es gibt so viele Dinge, von denen uns gesagt wird, nee, das geht nicht, das gibt nicht, das ist völlig ausgeschlossen. Und sobald es einmal möglich geworden ist, dass jemand Nein sagt, wo alle anderen mitlaufen, dass jeder Ja sagt, wo alle anderen denken, das geht mich doch nichts an. Es ist möglich. Erstens. Und der zweite Punkt, ich habe noch nie erlebt, dass sozusagen, so wie Alexa zu mir spricht, auf einmal Gott zu mir spricht und sage, hallo Gott, und dann antwortet die Gottesmaschine, hallo Martin. Aber offensichtlich gibt es Erfahrungen, die da ziemlich nah dran sind.
Nur die Weise, wie Gott zu uns Menschen Beziehung aufnimmt, ist immer eine dreifache. Das erste ist, Gott hat dir hoffentlich Verstand geschenkt. Benutze ihn. Es ist eine Weise, wie du aus Gott heraus denken kannst, wenn du vernünftig denkst. Zweitens, das, was wir ja immer wieder üben, dieses Stillwerden, dieses Hören, dieses Vertrautwerden mit der Weise Gottes, indem wir die Bibel lesen, das ist zweitens etwas, wo Menschen spüren, wie ihr Herz bewegt wird. Das hat sehr viel mit Liebe zu tun. Und Liebe hat sehr viel damit zu tun, bereit zu sein, frei zu sein, mit den eigenen Gefühlen auch umzugehen. Das ist eine Weise, wie Gott zu uns spricht. Und erst die dritte Weise, die in der Tat sehr selten ist, aber die, ich kenne auch einen Freund von mir, der es von sich sagt, er hat das in einer sehr klaren Weise, nicht wie Alexa, sondern im Geist sehr klaren Weise gehört, was Gott ihm gesagt hat. Aber das kommt nicht aus dem Nichts, sondern es kommt aus einer Bereitschaft dafür, so wie es der Samuel vorhin gesagt hat. Rede Gott und ich bin bereit zu hören. Amen.